dich, Papa, dich, dich, Papa, dich. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu Battlefield 3. Ein paar Leute haben es ja sicherlich schon bei mir im Livestream gesehen. Ich möchte euch heute mal so meine ersten Eindrücke schildern, nachdem ich das Spiel ja ein bisschen gezockt habe. Gehen wir erstmal hier auf meinen Soldaten. Ich habe es jetzt mal auf Deutsch gestellt. Man hat die Möglichkeit, das im PlayStation-Menü, wenn man unter System geht, kann man es auf Englisch stellen und dann ist das Spiel auch in Englisch. Hier sieht man so ein bisschen die Statistik, mit welcher Waffe man am besten umgegangen ist, was für Auszeichnungen man bekommen hat. Darunter steht immer, also ich habe jetzt viermal einen Light Machine Gun Ribbon erhalten, der gibt 200 Punkte, und was man dafür bekommt oder was man eventuell noch machen muss, zum Beispiel ja, erobere vier Flaggen in einer Runde. Also hier steht alles drin, was man alles erzielen kann. Genauso auch bei den Medaillen. Das sind dann eher mal so, ja, 50 Assault Rifle, Ribbons. Das Ganze überall 50 Mal, dann hier 30 Mal. Verbringe 2 Stunden an stationären Waffen, 20 Stunden in Jets, 20 Stunden Helikopter. Also sehr langatmig auch. So ist das Spiel auch bisher aufgebaut. Ich habe bisher 11 Stunden Spielzeit. Ich habe, glaube ich, an dem einen Tag war ich 11 Stunden im Livestream, dazu noch mal kurze Pausen und so. Einfach um das ja, Spiel euch erstmal zu zeigen. Noch habe ich eine positive KD, 1,16, naja. Wobei ich auch sagen muss, dass ich sehr viel probiere. Weitester Kopftreffer, da bin ich stolz drauf, 270 Meter bisher schon. Den finde ich cool. Ansonsten gehen wir mal weiter. Mein Fortschritt, hier sieht man dann halt, was man so alles freigespielt hat, beziehungsweise was man als nächstes freispielen wird. Ihr seht auch hier schon, dass ich relativ gleichmäßig bis auf den Pionier schon alles gespielt habe. Genauso auch bei den Fahrzeugen. Okay, da muss ich ganz ehrlich sagen, Kampfhubschrauber und Jets ist noch nicht meine, meine Stärke. Wir gehen mal weiter. Hier kann man halt anpassen. Hier kann man, sprich, seine Klassen auswählen. Leider momentan nur für eine Klasse. Ich weiß jetzt nicht, wie die Klasse sich hier nennt. Hier kann man halt die Tarnungen einstellen, mit denen die da rumhoppeln. Also später kommen noch hier alles Mögliche. Das wird cool. Also haben sich schon ein paar mehr Gedanken gemacht. Also es gibt einmal die Englisch, die amerikanische und einmal die russische Variante. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier. Hier sieht man noch eine wunderschöne Beschreibung. Moderne Allzwecktarnung nehmen wir einfach mal so. Dann gehen wir mal in die Klasse. Hier seht ihr jetzt die Primärwaffe, die man sich auswählen kann. Da werden später noch mehr freigeschaltet. Nach und nach. F2000, G3, also hier gibt es wirklich einige Waffen, Schrotflinten, mit der sollen laut Kaboom viele rumrennen, also ich habe noch keine gesehen davon, UMP gibt es auch, dann die P90, das sind so die Waffen, die euch auf jeden Fall bekannt sein sollten, und da gibt es auf jeden Fall schon einige, dann kann man sich, wenn man jetzt eine Klasse ausgewählt hat, kann man sich das ja, objektiv auswählen, was da drauf gehauen wird. Gibt es auch einige verschiedene Punkte. Ich spiele gerne mit dem Cobra Rotpunkt Objektiv, was ich noch nicht freigeschaltet habe. Das weiß ich aber noch aus der Beta. Dann hier unten die Unterlaufschiene. Die ist halt dafür da, um Granatwerfer oder Schrotflinten drauf zu packen. Moment, runter. Ein Frontgriff. Natürlich verringert die horizontale Mündungsabweichung und sorgt für eine bessere Kontrolle bei langen Salven.
das Zweibein. Also das ist halt, was man sich so hinstellt. Dann hier unten schwerer Lauf, sorgt für höhere Präzision bei gezieltem Beschuss, erhöht aber den Hochschlag, also sprich, dass die Waffe nach oben zieht, wegen Nutzung schwerer Munition, und diese Projektile erhöhen nicht den Schaden der Waffe. Also man hat dadurch eine höhere Präzision bei gezieltem Beschuss, sprich bei kleinen Bursts, aber wenn man da mal ein bisschen länger drauf haut, zieht das Ding nach oben. Dann halt hier dieses taktische Licht, da seht ihr auch schon hier rechts im Soldaten, dass das Ding so ziemlich nervig sein kann, wenn das mal so ins Auge geht. Schalli darf natürlich nicht fehlen. Und natürlich ist die Munition langsamer und richtet auf Entfernung weniger Schaden an. Laserpointer ergänzt die Waffe um einen Zielpunkt. Und hier wird aus die Zielgenauigkeit beim Schießen aus der Hüfte erhöht. Und er blendet ein bisschen die Gegner, wenn er eingefeiert ist. Dann hier, das habe ich damals falsch gesagt, das ist so ein Mündungsfeuerdämpfer. Naja. Und keins. Das lassen wir jetzt mal so drin. Zweitwaffen gibt es natürlich auch einige, die man noch später frei kann. Ist halt, sind alles Pistolen. Später G18, die Magnum im Zielfernrohr. Das ist jetzt die Rafika. Hier sieht man auch so die Feuermodi und alles mögliche. Abbrechen. Also es gibt da wirklich schon einige Waffen. Hier sieht man halt immer, wie diese Waffen agieren. Was für einen Betrieb sie haben. Zum Beispiel G18 kann man im Dauerfeuer einsetzen. Halt, so, nehmen wir mal. Dann jetzt beim Sturmsoldaten hat man verschiedene Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel das Medikit, was man den Gegnern vorwerfen kann, den Noob-Tube oder Raketenwerfer, so möchte ich ihn mal nennen. Das ist eine Schrotflinte, ein Schrotflintenaufsatz, Rauchgranatenaufsatz. Was das hier ist, habe ich noch nicht so herausgefunden. Keine Ahnung. Genauso wenig wie das. Also weiß ich noch nicht, was das ist, werde ich noch sehen. Wahrscheinlich so eine Art Granatwerfer. Hier, das sieht eher vom Symbol her aus wie eine Pumpe. Das auch. Und das ja mit Splitter. Dicke, fette Kugeln. Also auch so ein Pumpgun-Aufsatz, sage ich mal. Defibrillator, glaube ich, ist klar. Damit kann man halt Leute wiederbeleben. Und das war es ja auch schon, was man hier hat. Es sei denn, man nutzt oben den Barrel und dann kann man hier halt noch einen Tube runterpacken. Und die Spezialisierung, darauf gehen wir nochmal gesondert ein. So, dann gehen wir mal in den Pionier. Der Pionier ist halt dafür da, um, ich sag's mal, gegnerische Fahrzeuge zu zerstören. Hier habe ich das Reflexvisier drauf. Genau die gleichen Visiere gibt es hier. Hier gibt es auch eigentlich keine großen Unterschiede. Das ist eigentlich alles klar. Das Einzige, was sich dann hier unterscheidet, sind die Waffen, wie zum Beispiel die Scar Age. Ich blende jetzt mal hier unten die Punkte ein. Die Scar Age gefällt mir nicht so ganz gut, weil sie hat ein sehr für mich nicht schönes Fadenkreuz. Nur 20 Schuss im Magazin finde ich ein bisschen mickrig. Die M4 ist dagegen schon anders und ihr seht, also hier M4 finde ich von den Werten allein schon her wesentlich besser als die Scar Age. Ist das überhaupt Scar Age? Ja. Dann die A91 kenne ich noch nicht, habe ich noch nicht mitgespielt, genauso wie G36C kenne ich auch noch nicht. SG553 wird wahrscheinlich ein sehr interessantes Gerät werden, weil man hat eine Feuerrate von 700, schießt also sehr schnell. Später bei der F2000, die geht richtig ab, hier die ganzen Schrotflinten, brauchen wir nicht drüber reden, das kommt dann, wenn es soweit ist. So. Der Pionier hat als Möglichkeit eine SMAW, eine SMAW. Das ist eine Rakete, mit der man, ja, quasi einen Raketenwerfer. Dann gibt es noch einen Stinger. Javelin wird später geben. So sieht es hier aus. Hier hat man ein Werkzeug, womit man ja, Schweißarbeiten, Schneidebrenner, wo man Fahrzeuge reparieren kann oder feindliche Fahrzeuge beschädigen kann. Eine Mine. Dann einen Roboter zur Kampfmittelbeseitigung. Das heißt, die fahren dann gemütlich rum. Machen die anscheinend scharf. Habe ich noch nicht gesehen. Wird aber, denke ich mal, ganz interessant sein. Auch wieder die gleichen Perks. Wir gehen zurück in den Versorgung, sprich in den Supporter. Hier sind die leichten Maschinengewehre zu Hause. Wir fangen hier an mit der M27 IAR.
Damit fängt man an. Ich muss sagen, die M249 gefällt mir richtig gut. Hier habe ich jetzt noch Magazinerweiterung freigeschaltet. Auch hier Mündungsfeuer ist mir egal. Das Zweibein mag ich da drauf. Ich mag es ohne Visiere. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Fadenkreuz sehr schön. Später geht es dann weiter mit der PKP Pechenek. Halt ein asiatisches Modell. Ihr seht auch hier schon ganz klar momentan, also 45 hat die M27, 750er Feuerrate, 800er Feuerrate und ein bisschen mehr Munition hat die M249. Die Pechenek sieht ja schon ein bisschen schlechter aus. Die M240 wird sicherlich auch viel Spaß machen. Die M60, ihr kennt es alle, mächtiger Sound, aber ob das Teil so richtig rocken wird, schauen wir mal. Dann sind wir jetzt hier bei den Russen, die RPK. Und natürlich wieder die Pumpen. Das sind halt Waffen, die werden in jeder Klasse freigeschaltet. Wie die UMP, die P90. Die kann man in jeder Klasse nehmen. Munitionskiste bleibt immer drin. Hier kann man sich aussuchen, ob C4-Sprengstoff, die Claymore, dann später der Mörserschlag. Ich nehme jetzt mal die Claymore mit. Das möchte ich nämlich mal probieren, wie viel Claymores man da insgesamt legen kann. Und wir gehen zur letzten Klasse, die Sniper-Klasse. Da gibt es hier erstmal ein Soflam. Das ist feindliche Fahrzeuge für präzise Angriffe markieren. Das heißt, man markiert die Fahrzeuge und dann sollten sie eigentlich wunderbar abgeknallt werden. Ein MAV ist eine ferngesteuerte Drohne. Kenne ich auch noch nicht. Das ist ein Bewegungssensor. Der piept, also sie werden nicht im Radar angezeigt, aber wenn die Gegner sich halt langsam bewegen, sieht man sie nicht. Funkfeuer ist quasi wie ein Taktikeinstieg, wo das ganze Squad drin wiedergeboren oder wieder respawnt werden. Als erste Waffe hat man hier die MK11 oder die SVD. SVD ist sowas wie die Draginov, oder es ist die Draginov. Dann hier die SV-98, die habe ich momentan. Und später geht es natürlich dann in den interessanteren Bereich rein. Zum Beispiel jetzt hier mit der M40A5 oder auch mit der M98B. Das sind Waffen, mit der man hier, also alle die jetzt kommen, mit der man halt sehr schön arbeiten kann. Bis auf halt die SVD, das ist wirklich ein Drecksding. Auch hier sieht das Ganze dann wieder so aus, dass man hier verschiedene Visiere hat, verschiedenes Zubehör. Hier hat man dann später noch den gerade Zugverschluss. Ein weiteres Projektil, ohne vorher rauszoomen zu müssen. Also es erspart so ein bisschen das Nachladen. Schalldämpfer, ja. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen zocken. Und ich mache daraus mal halt. Hier hat man das Ganze noch mit Kampfpanzern. Was man hier hinzufügen kann, ein Umfeldscan, Aktivpanzerung, Thermaltarnung. Update-Wartung, das heißt, dass die schneller regeneriert werden können. Ein Autoloader. Das muss man sich aber alles nach und nach freischalten. Und ja, was haben wir hier noch? Im Schützenpanzer habe ich noch nichts freigeschaltet, soweit ich weiß. Panzerabwehrgeschosse. Also hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Sachen, die man freischalten muss. Um diese Sachen freizuschalten, muss man halt mit den ganzen Klassen auch spielen. Ich muss sagen, hier kann man noch die Erkennungsmarke, diesen Dogtag einrichten. Nehmen wir mal den nächsten. Nehmen wir mal den hier. Dann kann man noch die rechte Marke hier wunderschön, super toll, ole ole bearbeiten. Da habe ich aber noch nichts freigespielt, so wie ich das sehe. Ne. Ist ja auch egal. Ist nur Spaß. Wir gehen jetzt mal in den Multiplayer, zocken einfach mal ein schnelles Spielchen. Machen wir auch Wash, damit es auch mal was länger dauert. Ich quatsch ja schon 15 Minuten. Karte machen wir mal beliebig. Schauen wir mal, was da kommt. Und ich versuche mal so ein bisschen durch die Waffen durchzuswitchen, die uns da geboten werden. So. Okay, wir spielen auf der Map Seine-Überklärung. Das ist in Paris natürlich, ganz klar. Eine relativ enge Map, also sehr viel Häuserkampf.
Wenig Fahrzeuge. Also auf Operation Metro hat man ja so gesehen keine Fahrzeuge oder man hat keine Fahrzeuge. Hier hat man, glaube ich, gar keine Helikopter. Hier hat man nur ein paar leichte Panzer. Und deshalb fangen wir mal an mit der leichten Maschinengewehrklasse. So sieht das Spiel aus. Es ist ja eine richtig geile Umgebung, wenn man in die Sonne guckt. Ihr seht es hier schon. Man wird geblendet. Ihr seht auch hier die Lichteffekte hier links im Bild. Je höher man halt guckt, kommt da auch so ein kleiner Regenbogen jetzt rein. Ist wirklich schön. Ich gehe mal eben kurz hier in die Ecke, damit... So. Also Aufgabe des Spiels lautet, es gibt bei A und B immer Bombenplätze. Da muss die Bombe gelegt werden. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen vor. Und schaut euch das mal an, wie das Ganze hier aussieht. Die Häuser kann man kaputt machen mit einem Raketenwerfer. Und es ist einfach schon Knaller. Auch die Autos hier, wenn ich jetzt zum Beispiel hier nehme, mal eine Granate, legen wir mal dahin. Okay, war wahrscheinlich zu weit. Jetzt haben wir halt die Aufgabe, den Gegner ja daran zu hindern, die Bombe zu legen. Wenn man das Radar jetzt so ein bisschen beobachtet, sieht man auch schon die roten Punkte. Da war zum Beispiel einer. Der läuft einfach weiter. Und ich bin von hinten abgeknallt worden. Traumhaft. Ich habe ja auch nicht nach links geguckt. Manche Leute sagen, dass man hier sehr, sehr schnell stirbt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist halt eine ganz andere Spielengine. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu erklären. Das wisst ihr schon. Hier kommt jetzt auch schon der erste Panzer. Jetzt wurde auf A die Bombe gelegt und man muss jetzt die Bombe entschärfen. Es ist halt, ihr seht es auch hier schon, enge Straßen, ziemlich verwinkelt. Für Battlefield zumindest. Also es gibt sehr wenig offene Flächen. Mal ein Granätchen darüber. Ich stürme jetzt einfach mal vor. Und krieg wieder auf den Sack. Oh, der hat schon die F2000. Was ist denn für ein Level? Level 14. Also wenn er bei Level 14 schon die F2000 hat, dann kann man davon ausgehen, dass der wirklich schon die ganze Zeit nur den Sturmsoldaten gespielt hat. Ich bin jemand, ich wechsle halt viel durch. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel hier den Raketenwerfer, um euch das mal so ein bisschen zu zeigen, was man hier alles kaputt bremsen kann. Man kann natürlich ja, hier richtig ausrasten, wie ihr es hier zum Beispiel hier an den Häusern schon seht. Manche sind schon kaputt, manche können ja auch kaputt machen. es ist halt richtig, ja, gediegen gemacht. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen weiter in den Gegner-Spawn vor. Kürzen wir mal ab hier oder flankieren wir die Jungs mal. So sieht das aus. Ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich spiele es gleich auch mal ohne dieses Zielfernrohr oder diesen Zielaufsatz. Gefällt mir nicht ganz so gut. Ich frage mich jetzt gerade, wo die Gegner sind. Also bei A. Da wir ja direkt da sind, rennen wir mal hin. Und von hinten eliminiert. Man hat keine Killcam, wie man das von COD kennt. Sondern es ist halt wirklich so, ja, dass man sieht, was macht der Gegner als nächstes. Ist ein bisschen ungewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte die Klasse ändern. Das macht man mit Viereck. Geht hier wieder in das Menü rein. Schnappt sich hier keine Optik drauf. Hab hier noch kein Zubehör freigespielt. Und tritt einfach dem Spiel bei. So sieht das Ganze jetzt aus. Ohne Zielvisier. Und jetzt zeige ich euch das mal, wie es hier aussieht, wenn man, ups, Tellamine brauche ich nicht, wenn man hier mal so ein bisschen aufräumt. Also es ist schon richtig krass. Also was hier alles, der springt einfach mal raus. Mal jetzt auch mal. Also man kann hier wirklich dieses komplette Teil, kann man hier wirklich zerlegen. Ihr seht auch hier, die Brocken fallen runter, dadurch kann man auch sterben. Also es ist wirklich da sehr detailgetreu, realistisch. Also zumindest realistischer als bei Call of Duty. Okay, die überrennen uns jetzt hier, machen halt kaputt. Darum geht es mir aber auch nicht. Ihr seht hier die Explosionen. Einfach dass die ganze Szenerie, die hier abgeht, ist einfach der Knaller. Am Anfang braucht man ein bisschen Übung, um die Gegner halt zu treffen, um mit den Waffen klarzukommen. Dazu hat man eine unwahrscheinlich enorme Soundkulisse. Also der Sound ist wirklich grandios. Er flasht richtig weg.
Ihr seht auch da, man kann durch die Trümmer hüpfen. Jetzt nehmen wir mal hier die AK-74. M ist sowas wie die AK-47. Ich habe jetzt hier einen Schalldämpfer drauf. Finde ich sehr schön, die Waffe. Habe jetzt hier die Klasse des Medic. Damit kann ich hier, wenn ich auf links drücke, halt so Medikits werfen. Auf der rechten Taste habe ich Defibrillator. Damit kann ich Leute wiederbeleben, wenn ich denn Bock habe. Also ich versuche wirklich das Spiel den Leuten zu erklären, die das überhaupt noch nicht kennen. Für die ist hier ist eine Glasscheibe, muss man halt mal kaputt machen. Mit Select markiert man die Gegner, dann sind die halt rot markiert. Eine Granate da rein. Da ist ja irgendwo einer. Gucken wir mal, ob wir da mal reingehen können. Ja, und das ist halt dann so ein bisschen der Straßenkampf, der offene Straßenkampf, den man da besehen kann. Hier kann man sehen, was er hat, er halt überhaupt dabei. Man kann diese Waffen, wenn man ihn tötet, auch aufnehmen. Ich versuche jetzt mal, das Schöne ist, jetzt laufen alle bei mir in dem Squad, wo ich bin. Okay, war ein bisschen kurz jetzt, wir machen es einfach nochmal. Die 5 Minuten drauf geschissen. Ihr habt gerade in meinem Squad gesehen, dass die drei Leute, sprich dieser Lock the Buddy und die anderen beiden, haben halt wirklich ja alle mit dem Pionier gespielt, der für die Klasse eigentlich nicht ja, vernünftig ist, meiner Meinung nach. Hier sieht man, was man freigeschaltet hat, die Auszeichnungen, die man bekommen hat. Einfach nur dafür, dass ich eine Runde Wash beendet habe, kriege ich schon Punkte. Fahrzeuge bin ich keine gefahren, geflogen, deshalb da auch keine Punkte. Dann habe ich mit dem Pionier ein paar Abschüsse gemacht, da kriegt man dann Punkte für. Mit dem Versorgungssoldaten, da kriegt man die Punkte. Und unten dann halt natürlich für den Rang. Hier sieht man auch, was man als nächstes freischaltet. Zu den einzelnen Perks oder nächsten Objekten, die man freischaltet, habe ich ja eben schon gesagt. Hier sieht man nochmal die Statistik, die man bekommen hat. Oben der Rang und die Gesamtpunktzahl. Ich muss jetzt erstmal mal kurz was trinken, bevor die nächste Runde startet. Wir spielen jetzt Wash auf großer Bazar. Und es wechselt immer ab. Also einmal sind wir waren jetzt gerade Verteidiger, das heißt, wir werden jetzt Angreifer sein, höchstwahrscheinlich. Und danach die Runde sind wir dann Verteidiger. Immer zweimal auf der gleichen Map, einmal in der Angreiferrolle, einmal in der Verteidigerrolle. Was momentan noch das Spiel, das Problem bei dem Spiel ist, man kann in der Freundesliste vier Leute in seinen Squad drei Leute in seinen Squad einladen, also zu viert dann spielen, was ich hier jetzt auch habe. Jetzt hat man hier halt die amerikanischen Klassen. Wir fangen jetzt mal hier mit dem Versorgungs-Heini an. Und ich wechsle jetzt erstmal das Squad, weil die gehen mir echt ziemlich auf den Zeiger. Und gehe jetzt hier in ein anderes Squad rein, was ein bisschen gebalanceder ist, sage ich mal. Ja, ist keins. Super, nehme ich aber das. Weil hier einfach mehr Leute sind. Das funktioniert manchmal noch nicht so ganz richtig, da wird, denke ich mal, auch noch viel dran gearbeitet. Aber ihr seht hier schon mal die ganze Grafik, die Atmosphäre da oben ist wieder die Sonne. Die hat man auf jeder Map also mit dabei. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, die Bombe zu legen. Bei A und B geht eigentlich recht schnell. Es explodiert hier, es geht hier alles Mögliche in die Luft. Und hier zeige ich euch jetzt mal, ist dieses Zweibein. Dadurch wird diese Waffe... Ich zeige es euch mal, wenn ich mich jetzt hier hinlege. Wenn man jetzt zielt, packt er das Zweibein aus und die Waffe ist fest. Das heißt, ich kann jetzt in diesem Radius schießen, kann ranzoomen und die Waffe ist wesentlich präziser. Ich schieße jetzt mal zum Beispiel hier vorne auf den Typen, der da jetzt gleich kommt. Da habe ich doch einen gesehen. Versuche ihn gerade zu markieren. Geht nicht. Ich schieße jetzt einfach mal. Okay, da kommt er. So, ihr seht auf jeden Fall, wie präzise die Waffe ist. Wenn ich jetzt aus dem Stand feuere, zieht die schon wesentlich höher. Das ist halt, da ist hier übrigens dieses Pöttchen da. Der geht da rein, das ist mir egal. Ich habe ihn platt gemacht, wurde aber von hinten getötet. Durch einen Eckencamper. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt hier bisher überhaupt nichts, was mich in dem Spiel richtig aufregt. Es sind halt nur so ein paar Fragen, die ich habe. Jetzt kann ich hier bei meinem Squad spawnen. Bin jetzt also direkt hier, da wo die Action abgeht. Die Bombe hier ist hochgegangen. Da hauen wir mal eine Granate rüber. So, nächste Bombe ist hochgegangen. Der Baum fällt. Es ist halt wirklich... sehr realistisch.
Jetzt kann ich halt hier Munitionspäckchen hinwerfen, damit unterstütze ich meine Leute, dass wenn die da rüberlaufen, kriegen sie wieder volle Munition. An meiner Energie seht ihr momentan, oh, hier darf ich noch nicht reinlaufen. Das ist noch verboten. Komm zurück. So, aber jetzt wird es passen, wenn ich jetzt schon mal vorlaufe, weil das löst sich dann auf. Man kann dann schon mal so ein paar Meter gut machen, wenn man es gut timet. So, auf jeden Fall mit dem Munitionspäckchen oder Energie, fangen wir erstmal mit dem Energiebereich an. Der Energiebereich füllt sich wieder auf, nachdem ihr ja, gestorben seid. Ich klicke jetzt mal hier bei A die Bombe, wenn hier keiner ist und mich tötet. So, einfach Kreis gedrückt halten, die Bombe wird gelegt. Jetzt nehme ich mal hier eine Claymore und pack die mal hier in den Boden und gucken wir mal, was das Ding kann. Jetzt gucke ich mal, wie viel Claymore ich überhaupt legen kann. Weil das ist so ein Punkt, der interessiert mich echt brennend. Also zwei Stück. So, die habe ich hochgejagt. Und ihr habt gerade gesehen, dafür habe ich 500 Punkte bekommen. Das ist natürlich eine ordentliche Summe. So, hinlegen. Wenn ihr so einen Gegner habt, nochmal L1 drücken, damit ihr vernünftig schießen könnt. Kurze Salven. Vielleicht kommt er jetzt noch raus. Ich hätte ihn vorher markieren sollen. Hätte ich gesehen, wo er hingeht. Jetzt ist hier irgendwas, ja, abgegangen. Ich bin tot. Das ist natürlich ein Punkt. Okay, Noobtube hat er mit dabei. Seht ihr unten drunter an der Waffe. Darauf verzichtet er aber, darauf, seine Leute zu versorgen mit Erster Hilfe. Das mache ich jetzt mal. Ich nehme jetzt mal hier das Erste-Hilfe-Kit mit. Man muss auch sagen, die Noob-Tubes sind nicht so stark, wie man es von Modern Warfare 2 kennt. Das ist eine... Ja, wenn man sie nicht mit dabei hat, ist es wirklich ein Verlust, sage ich mal. Noch ein kleiner Grafikfehler, aber da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die bald behoben werden. Und ihr seht jetzt, ich habe... weniger Kills als zwei Spieler unter mir, aber dadurch, dass ich halt die Bombe gelegt habe, kriege ich Punkte dazu und mache mir damit halt, ja, einen ordentlichen Vorsprung, den die Leute erstmal aufholen müssen. Und wenn man zwei, drei Bomben legt in der Runde, dann geht das schon richtig gut ab. Deshalb rasche ich jetzt mal hier vor, batze den da weg und lege die Bombe. So, hier geht es ab. Nachladen. Da oben campt er rum. Der interessiert sich also schon mal nicht für die Bombe. Ich habe jetzt allein schon dafür Punkte bekommen, dass ich die Bombe gelegt habe. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, er ist noch Level 1. Das wird sich aber alles noch ändern, denke ich mal, sobald man die Maps kennengelernt hat, etc. Die Bombe ist entschärft worden. Ist natürlich ärgerlich. Das heißt, 500 Punkte muss ich mir jetzt nochmal neu verdienen. Das ist schon echt cool. Also es macht echt Spaß. Jetzt, wenn ich hier so ein Medipack hinwerfe und da rennt jemand drüber, kriege ich dafür Punkte, wenn er Erste Hilfe denn benötigt. So, wie wir gerade gesehen haben, da oben campt einer. Man kann auch Laserpointer drauf machen. Ich halte... Oh. Naja. So, er ist auch tot. Er ist auch gestorben. Lebt ja nicht mehr. Oder er liegt noch oben am Dach, weiß ich jetzt nicht. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich einen anderen Weg finden, um die Bombe zu legen. Meistens gibt es zwei Stück. Hier, dieser Weg ist wesentlich kritischer. Versuchen, kein Geräusch auszulösen. Okay, er lag links. Doof in der Ecke. Mit der DAO. Das ist dieses Striker. Da gammelt er in der Ecke. Okay, es gibt hier noch ein paar Grafikfehler, dass man sich halt hier so in den Müll verstecken kann. Kennt man vielleicht auch teilweise schon von Modern Warfare. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch hier... Ja, das ist mir zu heikel. Jetzt hier. Okay, den kann ich wiederbeleben. Jetzt gehe ich hier hin. Belebe ihn wieder, bekomme dafür natürlich auch Punkte. Ihn auch. Und das ist halt natürlich ein sehr wichtiger Spot, wodurch man Punkte bekommt. Okay, das war jetzt ein bisschen scheiße. Aber dadurch bekommt man halt auch Punkte und setzt sich halt auch auf der Punkteliste ab. Weil darum geht es letztendlich, Punkte zu bekommen. Kaboom würde jetzt sagen, es gibt so ein, irgendwie sowas, was man nicht machen sollte, halt die ganze Zeit die Leute wiederzubeleben.
Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, um es euch zu zeigen, aber ich würde es auch, glaube ich, im Spiel so machen. Und wir haben oben auf dem Radar, über dem Radar seht ihr die Zahl 42. Das ist die Ticketzahl und das heißt, wie viele Male wir noch sterben dürfen, bevor wir die Bombe hochjagen. Ja. So, jetzt links seht ihr, dass ein Spieler kommt auf dem Radar. Der hat jetzt auch den einen getötet. So, und den beleben wir jetzt wieder. Okay, war natürlich scheiße. Und der hat ihn auch nochmal getötet. Aber ich kriege dadurch Punkte. Ist mir jetzt erstmal scheißegal. Weil ich jetzt einfach mal auf Punkte gehe. Dass der Typ da war, wusste ich auch nicht. Ich habe den einen da gelegt. Gut ist. So, weiter geht's rein. Und jetzt sind natürlich Leute von uns wieder gestorben. Das heißt, 39 Tickets haben wir wieder. Zwei Claymores kann man legen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht halt irgendwie die ganze Map vertexteln kann. Er ist ja jetzt eben Richtung unseren Spawn gelaufen. Das heißt, jetzt ab hier sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Weil er hier irgendwo rumschimmeln wird, vermute ich mal. Laufen ganz normal. Die Steuerung ist auch wirklich nicht so, dass man sagen kann, die ist jetzt total schwer oder kompliziert. Da kommt man nicht rein. Und auch immer schön von Deckung zu Deckung vorarbeiten. Ist, glaube ich, in jedem Ego-Shooter-Game wichtig. Ein paar Granätchen da mal vorwerfen. So, da habe ich schon einen eliminiert. Double Kill. Vorher brauchen wir ein bisschen Energie. Hier drüben ist deine erste Hilfe. Achtung, die Sprengladung ist gesetzt. Schau. So, da geht natürlich der Bär ab. Wieder ein schöner Double Kill. Wir rennen einfach nochmal rein. Nochmal einen abgeknallt. Wunderbar. Also läuft ziemlich gut gerade, weil es mal weggeholt hat. Jetzt muss natürlich die Bombe hochgehen. Ich habe noch nicht raus, wie das Ganze tonmäßig aussieht, wann die Bombe hochgeht. Aber es sieht doch diesmal sehr gut aus, dass wir die Runde für uns entscheiden können. Jetzt bin ich gerade beim Gegner gespawnt. Noch schnell eine Granate geworfen. Jetzt hat man vielleicht das Glück, dass man noch einen mitnimmt. Granaten, Tubes etc. haben definitiv nicht die gleiche Durchschlagskraft wie bei Modern Warfare 3. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal die andere Klasse nehme, hier den Pionier, habe ich ja hier dieses Moor. Da. Damit sieht man schon den einen oder anderen mal rumronzen, aber letztendlich, ist es halt nicht so der Knaller. Hier gibt es jetzt mal einen Panzer, den schnappen wir uns auch mal direkt. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, aufs MG zu gehen. Hoppala. So, hier habe ich das MG. Kann umschalten auf eine richtig fette Bombe. Und es ist einfach geil, wenn man jetzt so hier auf das Haus raufhaut. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ihr seht schon da, wie es einschlägt, der ganze Qualm und alles. Manche Häuser gehen kaputt, manche halt nicht. Aber wenn ich jetzt hier raufhaue, wird wahrscheinlich wenig passieren. Wir fahren jetzt einfach mal vor. So. Nemesis-Opfer, perfekt. Umgeschaltet, hier rechts war noch einer. Wichtig ist eigentlich, dass ihr hier, bam, weg mit dir. Dass wenn ihr mit einem mit Freunden spielt oder so, dass dann, wenn ihr im Panzer seid, einer den Pionier fährt. Einfach, weil dadurch habt ihr die Möglichkeit ordentlich aufzuräumen. Ich fahre jetzt einfach mal mit dem Panzer hier gemütlich durch. Vielleicht kommt uns ja ein oder andere Gegner in die Quere. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie ich da überhaupt hinkomme. Kann ich die wegpatzen? Ich glaube, ja. Ich glaube, die brauchen zwei Schuss pro Ding. Glaube ich. Mit R1 habe ich jetzt die Möglichkeit, Rauch zu schießen. Das ist dieses. Das dient so ein bisschen zur Verwirrung oder zur Tarnung, eher gesagt. Um halt, nicht rauszukommen, nicht entdeckt zu werden. Ich fahre jetzt mal hier runter. Ihr seht schon, wie man hier fahren kann. Das ist der Knaller.
Auf geht's. So, halt hinter mir sind zwei Leute. Vielleicht steigt einer ein. Das seht ihr unten, wo Commander Krieger steht. Ne, beide wollen laufen lieber. Haben sie Pech gehabt. Ist egal. Ich fahre jetzt hier durch. Ne, das ist die falsche Ecke. Ich fahre mal auf die andere Seite. Da fahren wir mal hoch. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer auf mich schießt. Ist mir aber auch egal. Ah ne, ich habe oben einen drin. Das ist der Texas Gunslinger. Der sieht hier über meinem Namen, der schießt da rum. So, ich fahre jetzt mal ein bisschen vor auf die Höhe von A. Weil dann kann man hier mal ordentlich wegräumen, was so an Gegnern dazu kommt. Zum Beispiel hier vorne kam einer. Zerstören wir einfach mal das Teil. So, jetzt sind wir getroffen worden. Der blinkt schon ziemlich früh, finde ich. Aber dadurch darf man sich nicht aus dem Weg setzen lassen. Dann nehmen wir mal einen Rauch. So, ich gehe jetzt raus, weil es wird mir zu heikel mit der Lebensenergie vom Panzer. Renn hier rein. Töten die Made. Töten die Made nicht. Und ihr seht schon, allein durch die Punkte, wie weit man sich da einen Vorsprung ergattern kann, um weiter aufzusteigen. Wo sind wir? 36 Minuten, ist doch super. So, was nehmen wir jetzt mal? Nehmen wir jetzt mal hier diesen Reparatur-Heini. Und nehmen hier auch das Reparaturwerkzeug mit. In der Hoffnung, dass noch irgendwie hier ein Panzer zur Verfügung steht. Den kann man dann halt mit diesem Gerät hier reparieren. So, hoffentlich nimmt er mich mit. Komm. Das ist natürlich schade. Da boostet er auch noch. Aber es ist egal, ich komme ja jetzt gleich hinterher. Und dann kann man sich einfach dahinter stellen und das Fahrzeug reparieren. So, jetzt bin ich erstmal mit drin. Hat man jetzt hier dieses Geschütz. Ist jetzt nicht so, der Hammer ist perfekt für Infanterie, aber gegen Panzer halt ist man mit dem Teil machtlos. Einfach mal rumschießen. Man kann auch nicht Dauerfeuer machen. Jetzt verlässt er das Gebiet auch noch. Das ist mir egal. Also manche Leute müssen halt auch noch die Map erkunden. Klar. Ist halt immer mal was Neues. Ich komme jetzt mal hier über den Hintern. Ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht. Okay, das ist Kollege. Gucken wir mal. Hier das Tor kann man sicherlich wegsprengen. Okay. Ja, war blöd gemacht. Habe ich erstmal angekündigt mit einem lauten Dong. Und sterbe dann. Und das ist jetzt auch, manchmal ist so das letzte Hauptquartier eines der schwersten. Aber das kriegen wir wohl sicherlich hin. Jetzt spawne ich oben bei meinem Kollegen. Ich hätte mir ja besser eine andere Klasse mitnehmen sollen. Hab jetzt schon Rotpunktvisier freigeschaltet. Granätchen da rein. In den Puff. Gegner eliminiert und mich selber eliminiert. Oder die Granate vom Gegner war es, beziehungsweise. Der hat mir mal eine Antwort geschickt. Wir dürfen noch 53 mal sterben, sollte aber nicht das Problem sein. Ich schnapp mir jetzt mal den Versorgungs-Heini nochmal. Jetzt habe ich das Problem, dass ich halt ziemlich hinten starte. Also heißt es laufen, laufen, laufen. Auch, seine Füße kann man sehen. Was auch geil ist, wenn er hier rüber springt, die Füße. Es ist halt ziemlich cool gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Die Soundkulisse kann ich einfach nur leben. Auch hier die ganzen, also die Map-Größen muss man sich mal vorstellen. Klar, man muss ab und zu, wie ich jetzt hier, wenn man blöd ist, ziemlich weit laufen, oder wenn das Team schlecht ist. Aber ganz ehrlich, wenn man in einem vernünftigen, ordentlichen Team spielt, muss man nie so weit laufen. Wenn man sich da vernünftig abspricht, dann geht das. Das ist natürlich ärgerlich, da ich jetzt so weit gelaufen bin für den Tod. Aber das ist auch, viele werden dadurch abgeschreckt und sagen, hier geht keine Action ab. Jetzt denk mal zurück eben an die Action. Battlefield ist halt nicht so der Shooter, wo man halt gerade drauf zuläuft. Ich nehme jetzt mal eine Pumpe. Die kann jetzt hier, die ich habe, noch nicht so viel. Wo bin ich jetzt hier? Hier steige ich mal bei dem ein. Der ist oben auf der Brücke. Da rennen wir jetzt mal runter. Der Panzer ist ja auch da. Schnappen wir uns mal einen Panzer, gehen mal, schießen mal da ein bisschen rein.
Habe ich irgendwo einen Hitmarker bekommen? Fahr mal ein bisschen zurück, Junge. So kann ich hier überhaupt nichts machen. Da passiert euch viel. So, ihr seht, die Leute bleiben halt in der Ecke. Da passiert halt nicht viel, wenn der Panzer da halt so scheiße reinballert. Da muss man schon... Es ist halt schwer, diese Maden halt rauszuholen ohne ein Team. Darauf basiert auch Battlefield ein bisschen, dass man sich halt ein Team schnappt und mit diesem Team halt vorgeht. Ich mach's jetzt mal ein bisschen anders. Ich jetzt mal hier von der Seite eine Granate reinwerfen. Die sollte eigentlich tödlich sein. Nochmal ein bisschen Munition hinwerfen. Ne, Heilung. So, und jetzt heißt es rein da. Dienstgetümmel. Wenn der Panzer mir nicht im Weg stehen würde. 1% nur noch. Ne, das ist Munition. So, jetzt müssen wir gucken, dass die Energie sich erstmal wieder füllt. Weil so können wir hier nicht viel reißen. Das Einzige, was wir machen können, ist eine Granate da rein. Die natürlich auch noch scheiße geworden war. Mit Select kann ich jetzt Heilung anfordern. Ich renne jetzt mal zu meinem Kollegen und frage mal, ja, der rafft nichts. Und das ist halt natürlich scheiße. Und das Spiel ist gewonnen, da die Bombe hochgegangen ist. Jetzt gibt es noch die Abschlussbewertung. Einmal hier ganz klar nochmal die Stats. Also ich habe 19 zu 15 gespielt. Dafür aber ordentlich Punkte gesammelt. Das seht ihr jetzt hier nochmal. Und zwar mit der Sturmsoldat-Klasse ein paar Punkte. Also ich bin jemand eigentlich, der gerne viele Klassen durchspielt. Und versucht alles gleichmäßig zu balancen. Dann kriegt ihr hier die ganzen Belohnungen. Welcher Streifen, welcher Orden für was ist. Könnt ihr im Menü nochmal nachschauen, was ihr eben gesehen habt. Das heißt, ich habe jetzt die Runde 5.800 Punkte gemacht, diese beiden Sachen freigeschaltet. Hier sind die ganzen Bänder, hier eine Runde rasch, sei in einer Runde der zweitbeste Spieler, erziele in einer Runde zwei Nemesis-Kills. Dann was ich am Fahrzeug an Punkten gemacht habe, ich habe ja mit dem Kampfpanzer ein bisschen was gemacht, da kriege ich Punkte hier nochmal für die einzelnen Klassen. Und zum Schluss die Statistik. So, ich gehe jetzt aber hier raus aus dem Spiel. Leider muss man immer im Hauptmenü Start und Spiel beenden drücken, also nicht jetzt hier das, was ich jetzt gemacht habe, sondern wenn man dann im Spiel ist. Das ist auch noch ein kleines Manko, was mich am Battlefield stört. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen anders als die Beta. Es läuft wesentlich sauberer, wesentlich schärfer. Es ist ein richtig geiles Spiel. Es macht richtig Laune. Es hat einen großen Suchtfaktor. Einzige Nachteile kann man sagen, vielleicht, dass man sehr langsam levelt. Zumal, ja, man auch die Waffen... Aufsätze dann freischaltet, wenn man mit der Waffe auch viel spielt. So eine richtige overpowerte Waffe kann ich jetzt noch nicht sagen, ob es sowas gibt. Ich vermute mal nicht. Kann ich aber, wie gesagt, nicht zu sagen. Das waren meine ersten Eindrücke jetzt so von Battlefield 3. Ein bisschen das Spiel habe ich versucht, euch näher zu bringen. Wie hat euch das gefallen? Möchtet ihr eher solche Sachen haben, dass ich halt ein bisschen darauf eingehe, was es alles gibt, was das alles bewirkt? Oder halt so ein bisschen das Gameplay-Commentary oder einfach nur ein paar Gameplays? Das würde mich mal interessieren. Und natürlich auch, was haltet ihr von dem Spiel? Ganz wichtiger Aspekt, bitte beantwortet mir die Fragen. Und ich verabschiede mich von euch mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger, bis zum nächsten Mal.